Wer auf dem Oberinglamer Marktplatz unterwegs ist, der sieht die Apotheke. Und die gab es schon 1850 und sie wurde gegründet von Philipp August Gebhardt. Und wenn wir jetzt in den Hof gehen, da sehen wir das alte Kelterhaus. Und das baute er 1865. Und unter diesem Kelterhaus befinden sich zwei 50 Meter lange Keller. Und in diesen Kellern lagerten diese geschnitzten Fässer, die wir nachher unten im Winzerkeller in Niederinglheim sehen werden. Herr Greisler, bevor wir uns die Fässer betrachten, kurz noch etwas zu der Geschichte vom Winzerkeller. Ja, wir befinden uns ja hier im zweiten Kellergeschoss des Winzerkellers, der gebaut worden ist als große Winzergenossenschaft von Niederinglheim im Jahre 1904. Und dann wurde hier in Eigenarbeit in wenigen Monaten dieses unheimlich schöne Gebäude gebaut. Und schon die Ernte des Jahres 1904 konnte tatsächlich in dem Keller verarbeitet werden. Unglaublich. Ja. Da steht jetzt Philipp August, kann ich nicht lesen. Gebhardt. Philipp August Gebhardt war der Urvater, der Gründungsvater seiner Firma, in die später die Familie Niedecken aus Bonn einheiratete. Er war ursprünglich Apotheker und hat dann in Oberingelheim ein Weingut aufgemacht, und zwar am Markt, und hat vor allen Dingen Rotwein vermarktet. Er war eigentlich mehr Weinhändler als Winzer. Das ist hier das Jubiläumsfass der Firma. 1850 Gründung der Weinhandlung und 1950 eben die 100-Jahr-Feier. Also wir haben hier eine ganze Reihe von, ich glaube, 22 Zierfässern, die die Niedeckens seit 1959 haben anlegen lassen, schnitzen lassen, von drei verschiedenen Schnitzern. Und das ist das erste von dem berühmten Jahrgang 1959. Es muss ein schrecklich heißer Sommer gewesen sein mit entsprechend gutem Wein. Deswegen sehen wir hier eine riesige Sonne. Das ist hier das 1961er Fass. Die ganze Fläche nimmt ein Rebstock ein, an dessen wild verschlungenen Trieben nur ein paar verdorrte Blätter hängen. In den Zwischenräumen tummeln sich zahlreiche Tiere, Mäuse, Schnecken, Käfer, Frösche, Schmetterlinge und Vögel, die allesamt an die reifen Trauben wollen. Also dieses 1966er Fass, und da ist der Winzer mal in den Mittelpunkt gerückt, mit seinem typischen Winzerhut. Er kostet eine Traube, er hat eine Schere zum Abschneiden. Ja, in diesem 67er Fass, da ist auch zum ersten Mal ein Traktor zu sehen, und zwar ein 40 Jahre alter roter Ferguson, den der Winzer lenkt. Im Hintergrund sehen wir Westerberg mit dem Bismarckturm. Also das spektakulärste Fass ist sicher das von 1969, wo die erste Mondlandung porträtiert ist. Hier sehen wir Mutter Erde, ein Astronaut auf dem Mond, die Mondlandefähre hier. Und da steht als Text: 21.07.1969 landen Menschen erstmals auf dem Mond. Stehen wir vor auch einem sehr spektakulären Fass, nämlich den 1972er, als die Olympiade in München stattfand, mit dem fürchterlichen Attentat auch. Man sieht die Zwiebeltürme der Marienkirche und drauf steht Olympiade München, wenige Siege, mittlerer Wein, möge es bald besser sein. Ja, wir befinden uns hier beim 73er Fass. Im Mittelpunkt steht das mittelalterliche Uffubtor. Hier. Es gibt den Blick frei auf die Burgkirche. In echt ist das nicht so, aber sie musste natürlich rein. Kirchenstück, Burgkirche muss dabei sein. Und das Gebäude, was hier unten sichtbar ist, ist diese Winzerhalle der Firma Niedecken. Also das konnte man wirklich in echt niemals so durch das Tor sehen. Aber der Künstler hat alles draufgebracht. Ein Winzer, der in seiner Kiepe Wein trägt. Und was steht drunter hier? Sonne, Wind und wenig Regen, keine Krankheit an den Reben. Guter Wein war dann der Lohn und man lange redt davon. Herr Geisler, wenn wir jetzt schon mal im Keller sind, es gibt doch bestimmt auch noch andere Sehenswürdigkeiten, die man sich betrachten kann, könnte. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir haben ja auf dieser Seite hier die Zierfässer, die eigentlich den ganzen Gang ausfüllen. Ja. Dann quer fangen
die Zementfässer an, ja. Die müssen wir uns auch auf jeden Fall ansehen. Ja, und auf der gegenüberliegenden Seite ist dann The Walk of Wine, haben sie es glaube ich genannt, ja. Also die Weinstraße sozusagen, wo an diesen Zementfässern immer Videofilme laufen über alle Stadien der Produktion von Wein. Das ist sehr sehenswert für jeden Einzelnen auch. Okay. Ja, hier am Ende haben wir ein großes Touchpanel, was meistens auch funktioniert. Wenn man da auf bestimmte Sachen drückt, kann man eigentlich alles über die Entstehung des Winzerkellers, über die Genossen, die hier eben Genossen waren, soweit sie bekannt sind. Herr Geister, vor diesen historischen Bildern, herzlichen Dank, dass Sie uns alles gezeigt haben. Es war hochinteressant. Und ich würde jedem raten, auswärtig oder England, Sie sollten hier mal hergehen. Unbedingt. Jeder kann einzeln hier rein, oben anmelden. Bei der Touristinformation, dann darf man ohne weiteres runter, kann das alles in aller Ruhe, solange die Touristinformation geöffnet ist, ansehen. Okay. Und meine Sendung, liebe Zuschauer, ist leider auch schon wieder zu Ende. Wir haben ja immer nur eine halbe Stunde. Ich hoffe, es hat allen gefallen und bis zum nächsten Jahr. Tschüss und macht euch gut.